Hey ihr Lieben, heute ein kleines Ganzkörper-Workout. Und ihr könnt jetzt schon mal schauen, was auf euch dazukommt. Und zeigst du dafür, also schön aktiv. Und jetzt war's los. Ich war gleich. Und damit wir gleich anfangen, nehmt euch wieder in der Matte. Wir gehen heute, wie gesagt, den ganzen Körper durch. Ungefähr 9 Minuten. Fang schon ganz entspannt an. Stell das auf die Fersen. Fersen drücken wir schön nach oben. Arme gehen nach außen. Und wir ziehen hier die Schulterblätter zusammen. Und den Schulterblättern nach vorne. Und jetzt machst du so schnell die Haare und dann geht's auch los. Ne? Ausatmen, rausziehen, einatmen nach vorne. Bleibt immer schön auf den Zehenspitzen oben, die Fersen bleiben in der Luft, dass man hier einmal auch die Wadenmuskulatur aktiviert. Das ist aber so wackelig, aber. Locker lassen. Wir gehen mit den Händen, mit dem Handgelenk auf Kniehöhe und ziehen jetzt nach vorne, nach unten, nach außen, wieder locker, hoch, raus. Zwei Runden haben wir noch. Eine. Und noch gelassen. Gehen wir auf die Zehenspitzen nach oben, Fersen drücken wieder schön hoch. Ziehen jetzt die Arme. Lang hoch. Wieder tief. Wieder hoch. Wieder tief. Und wieder schön in der Brustwirbelsäule aufzurichten. Brustbein schießt hoch, Arme schieben nach links. Und halten wir oben. Schieben jetzt die Hüfte nach vorne. Oberkörper nach links. Okay, also bleiben wir oben, ja, Vanessa. Ist so viel wackeln. 5, 4, 3, 2, 1. Lang und gut zur Glocke lassen. Ein Stückchen Zeit ausstellen und dann gehen wir hier. Tief, hoch. Tief, wieder hoch. Locker tief einatmen, ausatmen. Dann bleiben wir unten. Wo gehen die Fersen? Nach oben. Wir halten hier oben. Brust bleibt wieder schön stolz. Hüfte bleibt schön locker unten. Fersen schön hoch und schön das Gleichgewicht hier wieder suchen. Man merkt relativ schnell euren Oberschenkel. Und bleibt mit der Ferse schön aktiv. Und jetzt was los? Ich wackle. Also ihr merkt schon, Gleichgewicht hier natürlich ein sehr hohes Maß mit dabei. Und hier müsst ihr natürlich jetzt schön stabil stehen. Kommen wir wieder locker hoch. Kurz ausstellen. Oberschenkel hast du schon gespürt? Ja. Jetzt gehen wir wieder in den Rücken rein. Wir gehen hier wieder nach vorne. Zieh nach außen. Lass wieder locker. Am hinten schön die Schulterblätter. Ich zeige es nochmal von der Seite. Hinten zusammenziehen. Locker lassen. Auf geht's. Ausatmen. Ziehen. Einatmen. Locker. Hinten schön zusammenziehen. Dass wir hinten die Schulterblätter schön mit aktivieren. Dann halten wir außen. Blickrichtung bleibt zur Matte nach unten. Kopfverlängerung der Halswirbelsäule, Brustbeinchen stolz, Schulterblätter zusammen. Fingerspitzen weit. 3, 2, 1. Locker lassen. Kommt nach oben. Atmen kurz durch. Und habt ihr jetzt gespürt, jetzt gehen wir nochmal in die Schulter rein, Arme nach außen. Weil ich jetzt einfach, ich weiß, Fersen gehen nach oben. Und jetzt drehen wir die Handfläche nach hinten zu. Handfläche nach vorne, nach hinten, nach vorne. Versucht schön die Schulter oben zu lassen und hinten aber die Schulterblätter in die Bewegung ziehen. Handfläche dreht nach vorne, Schulterblätter zusammen, nach hinten, Schulterblätter wieder locker lassen. Und dann denkt an die Fersen, die bleibt hier oben. Und dann gehen wir nochmal. Bleiben hier mit der Handfläche nach vorne, schließen. Und öffnen. Schließen. Und öffnen. Außen halten. Ganz
Hexenwelle auf die Arme scheren. Dann die Finger in die Wade, die Achillessehne nach oben schoben. Und dann locken. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter, gehen wieder tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Und ihr habt jetzt schon den Oberkörper gespürt, ihr habt schon die Oberschenkelstücke gespürt, aber wir gehen wieder runter, nehmen die Fersen wieder hoch, halten wieder hoch. Dass wir hier wieder schön ins Gleichgewicht nehmen, die Achillessehne schön in die Spannung mal ziehen. Dann halten wir ganz, ganz entspannt. Nehmen die Arme nach außen. Dann versuchen wir hier wieder schön ins Gleichgewicht zu halten. Du bist, Vanessa ist ja super beweglich. Aber Gleichgewicht. Aber Gleichgewicht ist vielleicht nicht so. Obwohl dann, oh, jetzt wird es wackelig. Wir bleiben natürlich unten, Vanessa. Arme bleiben oben. Konzentriert euch gerne auf einen Punkt. Fokussiert euch. Arme bleiben schön außen. Dann lächeln wir, dann wird es viel einfacher. 3, 2, 1. Locke nach oben. So, jetzt dürft ihr da definitiv schon warm sein. Wir gehen jetzt einmal in eine kombinierte Übung für die Brustmuskulatur, Rumpf, Gesäßhüfte, Bein. Wir gehen in den Ausfallschritt. Schöner großer Schritt, ihr wisst wieder so groß wie eure Matte. Und dann gehen wir tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Einen haben wir noch. Bleiben unten, setzen die Hände auf, nehmen den Fuß zurück. Gehen jetzt gerne mit den Knien nach unten, so wie bei Vanessa. Und sonst gehen wir tief, wieder hoch. Tief, wieder hoch. Tief, wieder hoch. Zwei Stück haben wir noch. Tief, hoch. Einer. Tief, hoch. Jetzt das linke Bein nach vorne. Hände lösen und dann kommen wir wieder hoch. Gehen wieder tief. Hoch. Wieder tief. Hoch, wieder tief. Einen haben wir noch. Dann wieder Hände tief. Fuß wieder zurück. Auch hier wieder. Fünf Liegestütze. Wir gehen tief. Komm wieder hoch. Gehen tief. Komm wieder hoch. Probiert so viele wie möglich zu schaffen. Wenn es nur drei werden, werden es nur drei. Wenn man jetzt an die Übung. Absolut. Locke das rechte Bein hier. Vor. Auch hier wieder. Hoch. Und dann auch wieder tief. Wieder hoch. Tief. Wieder hoch. Einen haben wir noch. Wieder tief. Hände wieder absetzen. Fuß wieder zurück. Vorletzte Mal. Geht tief. Wieder hoch. Tief. Wieder hoch. Tief. Wieder hoch. Zwei, einen und dann linkes Bein wieder vor, Oberkörper stützt wieder hoch, geh wieder tief, hoch, einer und dann Hände wieder tief, Fuß wieder zurück und letzten die Geschütze, tief. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, einer, einen, und locker lassen. Legt euch nochmal für den Schluss in den Bauchlage locker hin. Dann gehen die Arme nach außen, 90 Grad gegen die U-Haltung. Dann ziehen wir hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Bleiben oben. Ziehen jetzt nur die Brustwirbelsäule. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Die Beine kommen dazu. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch. Die Oberkörper noch lassen, nur die Beine. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, hoch. Nur das rechte Bein. Hoch,
Seitwechsel nur das linke Bein. Beide Beine hoch, halten und locker lassen. Absetzen. Dann dürft ihr gerne liegen bleiben. Wir verlinken euch wieder über Vanessa. Kleines Dehnworkout. Dann sehen wir uns da beim Dehnworkout und dann schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal.